Ich stehe hier und denke Tag ein und Tag aus. Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber ich glaube, ich ziehe bald aus. Aus diesem Haus. Wäre angebracht. Ja, wir haben letztes Mal mit Nico eine Nacht verbracht. Das hört sich falsch an oder komisch. Aber tatsächlich haben wir das getan. Wir sollten erstmal die Fotos entwickeln gehen. Ich glaube, das ist das, was wir immer am Anfang tun sollten. Wir sollten die Fotos entwickeln. Nico ist nicht da, Katze ist da, Katze wird angeguckt, Katze reagiert nicht, Katze macht auch nichts, Katze ist doof. Schauen uns Unterlagen an. Nix. Nur Nippes und so weiter und so fort. Und gruselige Puppen. Bild können wir nicht angucken, Papierkorb können wir uns auch nicht angucken. Okay. Ein ziemlich großes Zimmer. So, dann schauen wir mal uns ein bisschen in der Wohnung um. Ich will Fotos entwickeln, Miku. Good morning, Ray. Guten Morgen, Miku. Ray? Here. Was ist das? Ray, ich war auch interessiert, also habe ich Nachforschung über das Wiegenlied gemacht. Du warst auch daran interessiert, stimmt's? Okay, was haben wir denn hier? Legende vom Lied 1, 11 Seiten. In den Bergen der Mutsu-Region gibt es ein altes Schlaflied, das man nur in wenigen Dörfern kannte. Die schlafende Priesterin, Strophe 1. Schlaf, Kind, schlaf nun ein. Schlaf, Kind, schlaf nun ein. Weinst du, wird das Boot dich tragen, das Boot zur anderen Seite. Bist du erst dort, so trage das Leibchen und strafe dich erwartet. Liegst du nicht still. In selbigen Bergen wurde das Lied Die schlafende Priesterin ebenfalls nur an bestimmten Orten weitergegeben. Man glaubt, dass seine Verbindung mit Dingen wie den Dorfstraßen und Lage des Dorfes zusammenhängt. Verbreitung, nicht Verbindung. Das Wort Priesterin lässt auf alte Riten der Urbevölkerung schließen. Besonders, wenn man die Art der Weitergabe bedenkt. Die erste Zeile des Liedes Schlafkind, schlaf nun ein, fordert das Kind zum Schlafen auf. Der nächste Teil, weinst du, wird das Boot dich tragen, das Boot zur anderen Seite, steht mit Boot und anderen Seite für eine Art Verbannung. Es ist wie eine Strophe aus einem Drohlied, bei dem das Kind vor Angst einschlafen soll. So trage das Leibchen, kann man verstehen als, du wirst jetzt hübsch gemacht. Nach liegst du nicht stille, wirken die beängstigenden Worte und Strafe dich erwartet, als eine Warnung an das Kind. Vielleicht wurde der einstige zeremonielle Gesang ein Schlaflied. Er wurde zu dem Drohlied, das in der Mutsu-Region bekannt ist. Die schlafende Priesterin, Strophe 2. Schlafkind, schlaf nun ein. Schlafkind, schlaf nun ein. Und wenn du erwachst aus deinem nächtlichen Schlummer, halten Spieße aus Holz am Boden dich fest und stehen die Türen weit offen, erwacht auch der Rest. Oh, jetzt hat sich's gereimt. Die zweite Strophe entwickelt sich sehr ähnlich und verwendet dieselben Elemente. Und wenn du erwachst, droht damit, dass sollte die Priesterin bei der Zeremonie der Schlaf im Schlaflied erwachen, wird sie oder das Kind an ihren Gliedmaßen von Spießen aufgespießt. Die Spieße aus Holz könnten ein Überbleibsel aus einer religiösen Phrase sein. Bei und stehen die Türen weit offen, erwacht auch der Rest. Am Ende wechselt es von einer vertrauten Geschichte der Priesterin Kind zu einem grausigen Ende. Beides vage und mit heftigen Folgen. Man glaubt, dass dies der Ausdruck religiöser Angst ist, sowie die Angst vor der Unterwelt. Vielen Dank. Ich leihe mir das nur kurz aus. Du hast Legenden von Lied 1 den Unterlagen hinzugefügt. You can ask me whatever you want, okay? Okay. It's raining again. Ich habe nicht mit dir gesprochen. Aber danke für den Hinweis.
das Schlaflied. Das lesen wir auch gleich mal. Laut einem von Miku gefundenen Buch klingt das Schlaflied wie die schlafende Schreinmaid aus Nordostjapan. Das leerstehende Haus, das ich durch die Arbeit besuchte, lag im gleichen Teil des Landes, tief in den Bergen. Laut Buch handelt es sich beim Lied um popularisierte Version eines alten religiösen Rituals. Eine Schlafzeremonie besteht eine Verbindung zu meinen Träumen. Die Maid im Schrein. Als Schreinmaid gekleidete Mädchen, die sich in meinen Tagtraum im verlassenen Haus aufspießen wollten, spießen sie andauernd Puppen in den kleinen roten im Haus verteilten Räumen auf? Was ist mit Amane, den Namen, den sie ständig wiederholen? Könnte das Mädchen sein, das um Hilfe flehte? Ich glaube ja, es ist hier so eine Dreieckskonstellation. Konstellation? Was war das? Warum wurde Miku gerade so gezeigt? Du, warte mal. Lass mich mal durch. Oh, dieser Sound in dem Spiel, der ist so übel. So schleichend, subtil, aber übel. Wir kriegen auch keine Post. Muss ich nicht mal Rechnungen zahlen? Ja, jetzt wurde das hier zugemacht für immer, oder was? It's raining again. Was heißt again? Es hört ja nicht mehr auf zu regnen. Okay, da ist nichts. Nichts, das wir brauchen. Oder tun können. Den Fleck schaue ich mir gleich an. Mist. Bin ich außer in die falsche Richtung gegangen? Nee, hier ist nichts. Nur Putzutensilien. Also ich sehe in dem Fleck ein Gesicht. Tut ihr das auch? Ich weiß, ein bisschen dunkel gerade. Aber ich sehe zwei Augen und so ein... Es sieht aus wie so ein Alien-Gesicht gerade. Vor allem, ich würde ja irgendwie... Ich weiß ja nicht, haben sie sich das Haus gekauft oder so? Ich würde dann ansonsten die Hausverwaltung anrufen. Wenn sie es nur mieten. So, wir haben drei Bilder. Ich wusste gar nicht, dass wir drei gemacht haben. Zeremonieraum Buddha. Ein Bild der beiden Buddha-Statuen ist aufgetaucht aus dem Raum mit den vielen hängenden Säcken. Bieten mir diese Statuen irgendeine Erklärung? Könnte man ja untersuchen, ne? Uah, die Haut. Ich sehe es jetzt gerade schon. Das ist echt eklig. Das sieht wie die tätowierte Haut auf dem Altar aus. Darauf kann ich ein schlangenartiges Muster erkennen. Vielleicht gibt mir das Muster irgendeine Erklärung. Das Altar-Tattoo. Und hier haben wir noch eins. Die kriechende Frau. Ein Bild der Frau erscheint, die auf allen Vieren unter dem Boden kauerte. Ihr Gesicht ist nicht zu sehen. Ob sie auch eine der Vermissten ist? Scary, scary, scary. Kriechende Frau. Die kriechende Frau. Ein noch älteres Haus liegt im Haus des Traumes. In der Dunkelheit unter dem Boden griff mich eine kriechende Frau an. Die ist echt nervig. Wie sie... Vermisst, so wie Yoshino Tokigawa. Sie sprach mit rauer Stimme. Sie schien, lass mich raus, zu sagen. Oh, diese... schrecklich ist das. Na, ist was auf dem Klo? Ich weiß schon, warum man nicht auf die Toilette kann. Es ist japanisch sehr... die sind da ja sehr... Wie sagt man? Vornehmen, schüchtern, zurückhalten und Toiletten sind ihnen da sehr unangenehm.
Also, dass man jemanden auf der Toilette hört und so weiter. Kann man das ganze Wohnzimmer überblicken. Ich dachte, du würdest hier irgendwas essen mal. Oh, hallo Miko, du bist ja in der Küche. Is there something? Ja, da gibt's mehreres. Miko, könntest du bitte dieses Foto für mich recherchieren? Ach, dieses Foto zeigst du ihr? Das ist aber nicht alles. Vielen Dank für all deine Mühe. Miko, könntest du bitte dieses Foto für mich recherchieren? Hohoho, jetzt kriegt sie einen Arbeitsauftrag, ey. Miko, ist das ein Schreinzimmerer? Achso, ist das ein Schreinzimmerer? Ich denke, ich sah vor kurzem ein ähnliches Foto in einer Sammlung mit Fotos von Schreinen. Ich werde es suchen gehen. Danke. Miko, könntest du bitte dieses Foto für mich recherchieren? Die Haut. Das sind Tattoos, oder? Okay, ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Danke. Miko, könntest du bitte dieses Foto für mich recherchieren? Vielen Dank für all deine Mühe. Understood. I'll let you know if I find anything. Du hast noch nichts herausgefunden? It's raining again. Ja, das weiß ich. Kochst du gerade was? Naja, ich wollte wissen, ob du was kochst. Ja, okay. Dann gehe ich wieder. Wenn das Essen fertig ist, gibst du mir Bescheid, okay? Gut. Ja, muss man alles selber machen. Ja. Grummel. Es ist krass, dass jetzt erst die ganzen Fotos quasi ihr weitergegeben worden sind. Aber klar, letztes Mal ging es nicht. Da hat sie ja geschlafen, die Gute. Aha. Im Bücherschrank ist ein Buch mit dem Bild eines Buddhisten, der den Buddhisten auf dem Foto ähnelt. Da haben wir es ja. Rituale und Statuen. Die Statue ist eine aus einem verlassenen Tempel in den Akita-Bergen. Sie steht und hat sowas wie Zügel in der Hand. Eine sehr seltene buddhistische Statue. Der Tempel ist seit vielen Jahren vergessen und sowohl die Decke als auch der Boden sind eingefallen. Entschuldigung. Die Bücher sind komplett verrottet. Bei näherer Untersuchung war etwas Blut auf der Statue zu finden und es gab Spuren desselben Blutes auf dem Boden des Tempels. Es scheint, dass hier einst ein Ritual oder eine Opferung stattfand. Es gibt keinerlei Geschichten oder Schriften über den Tempel in den umgebenden Bergdörfern. So bleibt der Hintergrund ein Geheimnis. Du hast blablabla in die Unterlagen zugefügt. Zeremonienraum. Da gucken wir auch gleich mal hin. Ich fand das Bild eines Buddhas sowie das auf dem blutigen Altar im Volkskundebuch. Im Buch steht, das Bild sei eine Art Opferstätte für die Darbringung lebendiger Opfer. Ist das Bild in dem Buch das gleiche wie das im Haus? Was ist dort nur geschehen? Na, da finden wir gerade nichts weiter. Ich finde es ja zusätzlich krass, dass wir ständig auf den Dachboden klettern können. Ich meine, hier ist auch überhaupt nichts. Weißt du? Gar nichts. Es gibt gar keinen Grund, da hochzuklettern, aber wir können es. Deswegen mache ich es wahrscheinlich auch die ganze Zeit. Sonst gibt es hier eigentlich keine Bücherquellen. Das Einzige, was es noch eventuell gibt, das ist... Bei Miku gibt es noch Bücher. Jetzt, wo wir die Fotos entwickeln haben, sollten wir uns das angucken. Okay, Bücher über Kameras und Fotografie. Oder? Ja. Das ist praktisch. Vielleicht findet Miko ja was innerhalb des Tages raus. Ich gehe jetzt mal hier hin. Mir ist nicht nach Schlafen zumute.
Was soll ich denn sonst machen? Wir haben doch alles gemacht, oder nicht? Irgendwas habe ich übersehen, aber was denn? Ist ja nicht so, dass wir irgendeinen Gegenstand gefunden hätten oder so. Oder haben wir irgendwas bei uns? Ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Mhm. Ne, die Bänder haben wir auch gehört. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir waren doch hier auch überall. Okay, Brief von Kai Nummer 6. Lieber You, ich habe alle Bänder repariert, also sende ich sie dir. Mein Abspieler ist kaputt, ich kann sie nicht hören, weil ich zu dämlich bin, mir entweder einen Ersatz zu holen oder, naja, was auch immer. Sie sind wohl in schlechtem Zustand, obwohl sie intakt sind. Ich ist kaum was zu hören. Im Traum sah ich Mio im Inneren des Hauses. Offenbar suchte sie ihre vermisste Schwester. Das hat mich wohl sehr belastet. Und die Schmerzen und Tattoos breiten sich aus wie in der Sage. Ich muss mich beeilen, sonst werde ich auch bald vermisst. Wie in der Legende. Soweit meine Recherchen. Wenn ich vom Berg zurück bin, rufe ich dich an. Viele Grüße, Kai Amakuda. Eine Kassette? Zwei alte Kassetten? Zwei. Bericht von Personen über gleichen Traum, Bericht 2 und 3. Weißt du, von der anderen Seite konnte ich die Sachen nicht nehmen. So, die hören wir uns auf jeden Fall noch an. So. Bitte. Setzen und anhören. Ja. Yes, I don't want to sleep ever again. There were a lot of people in the courtyard. The people, they were tying this person up with ropes, and then they wrapped them in white cloth. They were burying them, but it looked like the one being tied up seemed to be doing it voluntarily. Afterwards, they put a big rock on them, a big log, like a skewer. There's a song. Coming from inside the manor. Children are singing and laughing. At first, I saw my wife. I just wanted to see her one more time. I went inside. Oh, I'm so tired now. So tired. The snow. Ich weiß gar nicht, was der Kai hat. Die sind doch in super Qualität. Zumindest das Band. Dann werden sie es zu rein. I can hear it. I can't make out what they're saying, but I can hear something. It's the same dream. Wait, no. It's not the same. It's different somehow. All right. I'm going further in. They're calling me. I can hear their voices. No. I can't tell what they're saying. They're just calling me. Now, it's snowing. There's a big, quiet manor. It seems like there's a funeral, and everyone's face is hidden.
Wait. I'm going in deeper. Deeper. It's almost suffocating. I can't breathe. I didn't do anything. She did it. No. It can't be. Help, it's not me. It's not mine. Was war das denn? Haben die ihn hypnotisiert oder sowas? Okay.